Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Wir begrüßen zu meinem nächsten Podcast Klaus Teuber, Jahrgang 1952, verheiratet, drei Kinder, Beruf Spieleautor, zugeschaltet aus Rostorf bei Darmstadt und seinen Sohn Benjamin, Jahrgang 84, Geschäftsführer, zugeschaltet aus Frankfurt. Guten Tag, liebe Teubers. Guten Tag, Herr Schröder. Schönen guten Tag. Herr Teuber Senior, gibt es eigentlich ein Spiel von Ihnen, bei dem Zähne die Hauptrolle spielen? Nein, das gibt es nicht, aber wenn Sie auf meine Zahntechnikerausbildung mich ansprechen, es gibt also eine Menge, die mir dann später bei der Spielentwicklung geholfen haben. Also modellieren und gestalten, das ist schon ein wichtiger Aspekt dieses Berufs. Aber das hätte nahegelegen, als Zahntechnikermeister irgendwann mal mit Zähnen zu machen, oder? Nee, eigentlich gar nicht, weil für mich war ja die Spielentwicklung eher so ein bisschen eine Flucht aus dem Labor, das ich von meinem Vater übernommen hatte und wo es so sehr viel Ärger gab. Und von daher wäre mir im Traum damals nicht eingefallen, irgendein Spiel mit Zähnen zu machen. Aber die also was wie Krokodok wäre nicht von mir erfunden worden. Sie beschäftigt das Thema Zähne in Ihrem Buch Mein Weg nach Katan. Schreiben Sie, dass Sie eine Zeit lang sogar als Experte für Frontzähne, für Schneidezähne den Leuten auf diese Gebisse geschaut haben und sie auch ein bisschen danach beurteilt haben. Das haben Sie sich aber abgewöhnt. Nee, das nicht. Da gucke ich heute noch danach, ob das ein Künstlerwerk ist oder die eigenen Zähne. Das konnte ich mir nicht abgewöhnen. Aber es hat mir auch damals viel Spaß gemacht. Also Brücken, Kronen zu modellieren, das war so ein bisschen das Schöne eigentlich an dem Beruf. Aber alles andere darum herum, also das geschäftliche Betriebsrat, Ärger und so weiter, das war eben ja nicht so schön zu der Zeit. Sie haben schon mehr als 10 Jahre damals Spiele entwickelt, hatten 4-mal den Titel Spiel des Jahres errungen und haben dennoch sehr, sehr spät ja erst den Sprung gewagt, hauptberuflich als Spieleautor zu arbeiten. Wie schwierig ist es, in dem Geschäft überhaupt auch finanziell erfolgreich mitzumischen? Ja, es gibt nur wenige Spieleautoren, die davon leben können, von der Spielentwicklung. Und dann ist es meist auch so, dass sie einen Erfolg hatten und danach dann gesagt haben, okay, das möchte ich jetzt dauerhaft machen als mein Beruf. Sowas bei mir halt auch, weil man muss damit rechnen, also muss mit ungefähr, würde ich mal sagen, 5 bis 6 Spielen pro Jahr rechnen, die man machen muss, um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen. Es ist nicht so, dass jedes Spiel erfolgreich wird. Ne? Es sind sehr wenige nur und die meisten bringen vielleicht, wenn man Glück hat, 5.000 bis 6.000 Euro ein. Und dann war es das halt auch. Und von daher war es für mich ein gewagter Schritt zu sagen, okay, ich gebe das Labor jetzt auf und bin jetzt nur noch Spieleautor. Aber diesen Schritt konnte ich mir dann doch leisten im Jahr 1998, nachdem Katan eben 3 Jahre wirklich erfolgreich lief und die Umsätze wuchsen, statt zu sinken, wie ich das so gewohnt war von meinen anderen Spielen. Man macht sich ja keine Vorstellung, was überhaupt pro Spiel beim Autor übrig bleibt. Das hat mich sehr erstaunt. Können Sie uns das mal so vorrechnen? Naja, es ist ungefähr so wie bei Buchautoren. Ne? Man bekommt pro Buch eine bestimmte Lizenzgebühr und das entspricht ungefähr dem, auch was ein Buchautor bekommt. Und gibt also keine Einmalzahlung. Und wenn ein Spiel eben nur ein Jahr läuft, bekommt man eben die Lizenz nur für dieses eine Jahr und dann ist eben Schluss. Und wie ich schon sagte, ungefähr kann man pro Spiel, wenn es so durchschnittlich läuft, 5.000 bis 10.000 Euro als Verdienst rechnen. So, und dann ist man aber auf Gedeih und Verderb auf seine Kreativität angewiesen, falls man sich entschieden hat, nur noch davon zu leben, Spiele zu entwickeln. Wie schwierig ist das, ich sag mal jetzt auf Knopfdruck, kreativ zu sein? Das kann ich nicht. Das geht nicht. Also ich brauche immer die Freiheit, dass mich sozusagen eine Geschichte oder ein Thema erwischt und ich ungeheure Lust verspüre, das jetzt im Spiel umzusetzen, im Spiel erlebbar zu machen. So war es
bei allen meinen Spielen eigentlich. Ich habe ein Buch gelesen und dachte, ach, wie toll, wenn man das irgendwo im Spiel jetzt erlebbar machen könnte. Und das war so die Triebfeder und erweckte in mir dann so die Leidenschaft, mich dann damit zu beschäftigen. Und dann ist so ein Wunsch halt im Hinterkopf. Und dann gibt es Assoziationen mit täglichen Begegnungen unter der Dusche oder beim Autofahren, wo auch immer, wo man den Kopf so ein bisschen frei bekommt. Und dann kommt es zu ersten Ideen. Interessant fand ich auch, dass Sie es meist ablehnen, Spieleerfinder genannt zu werden, sondern Spieleentwickler oder Spieleautor. Ja, das ist richtig, weil in den meisten Fällen ist ein Spiel keine Erfindung, sondern wirklich eine Entwicklung. Das heißt, man hat entweder eine Grundidee oder eben einen Wunsch, wie bei mir. Und nun beginnt eben die Suche nach verschiedenen Ideen. Es ist nicht nur eine Idee, die trägt, sondern oft mehrere oder meist mehrere. Und das würde ich eher als eine Entwicklung bezeichnen, als beispielsweise eine Erfindung wie der Rubik-Würfel. Das ist, denke ich mal, eher eine Erfindung. Es deutet auch an, dass an solch einem Spiel wesentlich mehr Menschen als nur der Autor beteiligt sind. Das ist richtig, ja. Also man ist ja darauf angewiesen, dass man Menschen hat, mit denen man spielt und dann die Reaktion halt erlebt und dann eigentlich erst weiß, taugt es wirklich was, ist es spannend genug, hat Längen, ja. Dauert so lange, bis ich wieder an der Reihe bin, also all diese Dinge. Und bei Benny war es interessant, als er als Kind mitspielte, hatte oft so ein Mickey-Maus-Buch, Dagobert-Duck-Buch neben sich liegen gehabt. Und wenn er dann anfing, darin zu blättern während des Spiels, dann war mir ganz klar, okay, so spannend ist das Spiel nicht. Also das war der Vorläufer des Smartphones. Da sind wir uns immer noch nicht ganz einig, ob das da zufällig lag, ob ich es hingelegt habe oder ob er es da platziert hatte, um das zu testen. Heute würde ja, da das Smartphone liegen, ja? Heute würde da das Smartphone liegen, genau. Das ist so ein bisschen unser Test, der an die heutige Zeit angepasst ist. Benjamin, wie ist das überhaupt, mit solch einem Vater aufzuwachsen? Sie haben ja mal scherzhaft gesagt, klar, wir wurden für Stunden in den Keller gesperrt und mussten testen, bis das Spiel okay war. Aber so war es ja nicht. Nee, so war es nicht. Also es ist generell sehr schön. Ich dachte irgendwie immer, das ist eine ganz selbstverständliche Sache. Vielleicht hat jeder Zehnte auch einen anderen Spieleentwickler als Vater. Und das ist ganz normal, dass der Vater auch am Sonntag mal kommt und fragt, ob man so ein neues Spiel irgendwie mal ausprobieren will. Er hat aber immer sehr geschickt gemacht und kam dann nicht, wenn er irgendwie gemerkt hat, ich habe jetzt gerade keine Lust oder ich bin woanders mit beschäftigt. Und hat wirklich immer nur gefragt, wenn ich jetzt so grundsätzlich Lust hatte. Aber wann hat man das jetzt nicht an einem Sonntagnachmittag als Kind? Insofern, doch, das war schon immer sehr schön, mit ihm dann die neuen Sachen auszuprobieren. Hat das die Mitschüler neidisch gemacht und die Freunde oder durften die auch mal ran? Die haben wir eher eigentlich mit fertigen Spielen dann mitspielen lassen. Das ist jetzt heute, wo wir auch zusammen entwickeln, kann ich das gut nachvollziehen. Man traut sich da mit diesen Tests, mit den frühen Vorläufern wirklich erst an Leute, wenn man merkt, ach, das könnte schon ziemlich gut eigentlich klappen. Insofern, wenn wir was gespielt haben, dann war das eigentlich eher fertige Brettspiele. Man will die Mitspieler ja nicht quälen. Das ist ja, das soll ja Spaß machen und das ist bei so unfertigen Prototypen noch nicht der Fall. Gut, ich sag mal, ein Autoentwickler würde ja auch nicht einen halbfertigen Prototyp zum Fahren seiner Kinder zur Schule mitnehmen, ne? Ja. Wie wichtig, Herr Teuber Senior, wie wichtig war und ist Ihnen Familie? Ja, Familie ist mir sehr wichtig, weil es ist für alle Mitglieder, die sich in der Familie wohlfühlen, ja, ein Nest, ja, ein Hort der Geborgenheit. Und mich würde es grausen, wenn in unserer Familie jetzt dieses Gefühl nicht vorherrschen würde. Und von daher bin ich eigentlich sehr glücklich darüber, dass wir jetzt heute eine Art kleines Familienunternehmen sind. Mein ältester Sohn Guido ist ja auch mit dabei. Das heißt, wir sind eigentlich zu viert mit meiner Frau und es da eigentlich keine Spannungen gibt. Also wir fühlen uns sehr wohl in unserer Familie. Ich finde es faszinierend, Sie schreiben und beschreiben in Ihrem Buch ja über lange Passagen auch die Geschichte Ihrer Vorfamilie, der Großeltern, der Eltern. Und das war ja nicht immer leicht, Sie haben es gerade schon angedeutet, auch da in einem Familienbetrieb eingebunden zu sein. Aber
dieses Modell hat Sie nicht abgeschreckt? Nein. Meine Eltern damals jetzt, wenn Sie das Zentrallabor ansprechen, die konnten ja auch nichts dazu, dass es diesen Niedergang gegeben hatte und finanzielle Sorgen uns erdrückt haben. Also ich habe mit meinen Eltern trotzdem ein sehr gutes Verhältnis gehabt und da gab es eigentlich auch keine Spannungen. Und das hat Sie irgendwo ja wahrscheinlich auch geprägt, sonst hätten Sie das nicht nachgeahmt. Das hat sich so ergeben. Ja. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Söhnen und zu meiner Frau und von daher gab es da eigentlich nie einen Grund, warum wir nicht in der Familie eben, spielen, testen und letztlich dann eine Firma gründen würden. Benjamin, ist ein bisschen schwierig, jetzt über den Vater zu reden, wo er dabei ist, aber er scheint ja nicht alles falsch gemacht zu haben, wenn die Söhne den Beruf des Vaters ergreifen oder zumindest in derselben Firma mitarbeiten. Ja, absolut. Wir haben ihm auch dann ganz offen gesagt, dass wenn wir jetzt ein Zahntechnikerlabor hätten, das hätten wir uns noch einmal länger überlegt wahrscheinlich, weil das wäre einfach nicht unsere Leidenschaft gewesen. Aber mit Katan sind wir wirklich irgendwie aufgewachsen, groß geworden und ich habe das Spiel und die Marke und was es bedeutet für alles Positive und Konstruktive, für was es steht, immer schon gut gefunden. Hatte erst andere Arbeitserfahrungen gesammelt, bevor ich dann irgendwann den Platz, den mein Bruder und mein Vater mir immer angeboten haben und gesagt haben, wir haben eine Menge zu tun, wenn du möchtest, steig ein, aber fühl dich nicht gezwungen, irgendwann angenommen habe. Und seitdem fühle ich mich jetzt seit 10 Jahren auch sehr wohl damit. Das klingt alles total harmonisch, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch manchmal nicht. Aber Sie bereuen, Herr Teuber Senior, Sie bereuen zwar nicht, aber gibt es da so Generationenkonflikte? Ich denke jetzt auch mal an die Digitalentwicklung, an viele Dinge, die für die jüngere Generation selbstverständlich ist. Die sind ja zum Teil Digital Natives und unser eins tut sich mit so etwas schwer. Gibt es das als Problem bei Ihnen auch, wo Sie sagen, da steige ich aus, das musst du jetzt machen? Naja, also Ende der 90er Jahre hatte ich ja schon begonnen, damals war jetzt weder Benny noch Guido jetzt bei der Katan GmbH, so ein Mitarbeiter, den wir auch heute noch haben. Aber da habe ich begonnen, elektronisch bzw. digitale Dinge ins Leben zu rufen, also wie damals Katan Online-Welt, also wo man digital spielen konnte, oder bei Ravensburger war die erste Insel, Katan die erste Insel erschienen als PC, CD-ROM. Aber dann habe ich doch damals hat mir übrigens jemand gesagt, warte mal ab, das wird man dann auf dem Handy spielen können. Da habe ich gelacht, habe ziemlich zu Recht geglaubt, dass man so auf dem Handy gehen würde. Und aber irgendwann wuchs es mir doch über den Kopf und ich war dann sehr froh, dass Benny und Guido das übernahmen und bin, sagen wir mal, heute jetzt digital eher nicht mehr so derjenige, der so auf dem Laufenden ist. Und, aber Benny und Guido sind da fit. Und das ist ja auch gut so. Kann man eigentlich, wenn man beruflich Spiele entwickelt, in derselben Runde mit Muße und Freude noch Spiele spielen? es ist so, dass natürlich eine gewisse Unschuld verloren geht. Also ich habe früher meine Spieleschachteln anders geöffnet. Die haben gerochen, die haben ich habe das genossen, das Spielmaterial anzufassen. Und heute ist für mich halt Spielen mehr ein Produkt. Und wie schon gesagt, also verliert man ein bisschen die Unschuld. Aber es gibt durchaus dann auch Zeiten, wo ich ganz unvoreingenommen an ein Spiel herangehen kann von einem anderen Autor und mit Leuten das spielen kann. Also nicht unbedingt jetzt mit denen ich immer teste, aber dann halt auch mit ganz fremden Leuten. Ja, und den alten Kumpels aus der Schule. Was habe ich gelesen? Seit über 40 Jahren spielen Sie Doppelkopf. Ja, das ist richtig. Wie oft passiert das noch? Ja, normalerweise jeden Monat einmal, aber jetzt zur Zeit muss man es leider aussetzen wegen Corona. Selbst da gibt es leider halt Probleme. Und wir hoffen, dass wir bald wieder zusammenkommen können. Das ist halt für mich Doppelkopf so ein bisschen so der Urvater meiner Spiele. Ist zwar glücksbetont, aber es fühlt sich halt so wie ein kleines Leben jedes Mal an.
Wenn man schlecht gespielt hat oder die Karten nicht so gut waren, es dauert nicht lange und sofort hat man wieder ein neues Blatt und hat ein neues Leben, ein neues kleines Glück. Also das, denke ich mal, war für mich ein sehr wichtiges Spiel in meiner Karriere. Ist doch auch irgendwie tröstlich, wenn die Grundidee eines Spiels stimmt, dann kann man es auf ewig spielen und es ist generationenübergreifend immer wieder faszinierend. Ja, auf jeden Fall. Das ist, sagen wir mal, das macht halt einen Klassiker aus. Ne? Wenn man von Klassikern spricht, dann haben die genau halt diesen häufigen Wiederspielreiz. Was gehört denn zu einem guten Spiel dazu? Es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Klassiker sein. Naja, ich würde sagen, man kann das nicht festmachen am Material, also ob da jetzt Würfel drin sind oder ob man es mit nur zu zweit spielen kann oder mit mehreren. Also diese Dinge spielen da für mich eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist vielmehr, dass man die Schachtel aufmacht, das Spiel aufbaut und dann entsteht sozusagen wie ein Geist aus der Schachtel, der alle Leute band als Spieler in seinen Band zieht. Und wenn man das erreichen kann, egal jetzt mit welchen Mitteln, dann ist ein Spiel gut. Ja. Beim Schiller kann man nachlesen, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Was lernt man eigentlich beim Spiel über den Menschen? Ja, das kann Benny, glaube ich, was dazu sagen. Also wir hätten da wahrscheinlich beide die gleiche Antwort. Aber Benny, willst jetzt du mal? Bin ich mal gespannt. Sag du erst mal deine, dann sage ich, ob ich die gleiche hätte. Ja, ich meine, dass man halt, wenn man sich mit Menschen zusammensetzt und etwas spielt, man ganz andere Seiten dieser Menschen kennenlernt. Es ist dann oft überraschend, wie emotional sowas geraten kann. Und man hätte seinen, was weiß ich, Freund, den man schon länger kennt, dann beispielsweise gar nicht zugetraut, dass er so ausflippen kann und plötzlich so ärgert, einen roten Kopf bekommt oder sonst irgendwas. Also man lernt Menschen beim Spielen eigentlich viel intensiver kennen als so in normalen Oberflächengesprächen. Das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Aber Sie haben beide den Kumpel vor Augen, der am Ende des Spiels mit leichter Hand alle Figuren vom Feld fegt, oder? Ja, solche Kumpels sind dann nicht länger Kumpels. Den wird man nicht mehr spielen. Was lernt der Mensch eigentlich beim Spiel, umgekehrt? Ja, ich glaube, dass man... Ja, sag du. Nee, okay. Ich glaube, man lernt sehr viel über das Leben, wie mein Vater schon gerade gesagt hat. Jedes Spiel ist irgendwie wie so ein kleines, abgeschlossenes Leben und man kann einfach sehr viel probieren. Sei es jetzt, dass man in Katan der Insel irgendwie neu aufbaut, die noch nicht besiedelt war, dass man eine Pandemie verhindert, dass man bei Risiko einmal die Welteroberung macht. Also man kann sich einfach in vielen Rollen ausprobieren, ohne dass es Konsequenzen für das richtige Leben hätte. Also man kann Strategien ausprobieren, man kann Emotionen freien Lauf lassen, vielleicht nicht das ganze Brett irgendwie runterfegen, aber man kann sehr viel Praxis erfahren, wie sich sowas anfühlen kann. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Beginnt ja auch schon ein bisschen, ja, wenn man als Kind mit anderen Kindern spielt, dass man auch mal zurückstecken muss, ja, dass man auch eine gewisse Toleranz lernt oder erfährt, dass andere auch mal besser sein können und das dann auch akzeptiert. Also nicht beleidigt dann das Spielbrett umwerfen, sondern halt einfach, ja, sich innerlich sagt, okay, da war er halt mal besser als der andere. Ne? Und das ist auch so ein Lernprozess, denke ich mal, der im Leben später auch zu mehr Toleranz führt, was ja ganz wichtig für uns alle ist. Ja. Sie hatten Glück, sagen Sie, Herr Täuber. Aber in Ihrem Buch haben Sie einen Geist eingeführt, der Sie geleitet hat. Oft taucht er dann in Träumen auf. Ich verstehe das mal so, dass es hier wie in Ihren Spielen auch um ein bisschen mehr gegangen ist als um Würfelglück. Da war auch viel eigenes Zutun dabei, oder? Ja, das ist natürlich richtig. Das ist ja in jedem Beruf so. Ich meine, ob ich jetzt Schauspieler bin oder ob ich einen Roman schreibe, egal was, ich brauche ein gewisses Handwerkszeug und das geht's nicht. Ich brauche auch ein gewisses Talent und das geht's auch nicht und Erfahrung. Und gerade im Falle jetzt von Spieleentwicklung auch eine Menge Geduld. Wenn man die nicht hat, dann kann man es, glaube ich, vergessen.
Und dann gibt es ja auch noch diesen günstigen Augenblick. Sie schreiben auch und sagen, es hat für viele unverständlich in den 80er, 90er Jahren eine Spielerenaissance gegeben. Die Menschen haben sich wieder zusammengesetzt und haben tatsächlich auch die Brettspiele wieder schätzen gelernt. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Ja, man sagt oft, es ist ein deutsches Phänomen, aber ist jetzt nicht, begründet nicht darauf, dass wir jetzt Deutsche sind, sondern eher, dass es in Deutschland verschiedene Entwicklungen gab, die letztlich dazu geführt hatten, dass das Spiel wieder Nährsubstanz bekam. Und das sind, ich habe die mal Säulen genannt in meinem Buch, ist letztlich, dass es Leute gab, die tatsächlich in Zeitungen, in der Zeit, Frankfurter Rundschau und so weiter, über Spiele berichteten. Und das war so in den 80ern, 70ern, 80ern fing das an. Und dann dort auch bewerteten. Also Spielen plötzlich aus dem Fokus der Kinderecke oder aus der Kinderecke herausholten und Erwachsenen vorstellten. Und dann gab es Spielefeste, die dort in der Zeit, die in der Zeit anfingen. Heute das größte ist ja die Spiel in Essen, mit jährlich knapp 200.000 Besuchern, die dann wild dort spielen, zwischen Tischen, zwischen Stühlen. Also es ist schon riesig, was da passiert. Und dann halt Spiel des Jahres, der Kritikerpreis, wo Journalisten sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, was ist denn wirklich ein tolles Spiel dieses Jahr, was man den Menschen empfehlen sollten. Und das ist auch wirklich ein ganz, ganz Eckpfeiler dieses Erfolges. Und das gab es halt in anderen Ländern in dieser Dichte nicht, aber schwappte dann von Deutschland auch über. Ein böses Urteil finde ich, die Behauptung, die Deutschen würden eben so gerne nach Regeln sich verhalten, deshalb sei das Spiel nach Regeln für sie auch so faszinierend, oder? Das ist doch gemein. Ja, das habe ich auch als böse Zunge bezeichnet, weil es letztlich in eine falsche Richtung führt. Das ist so nicht richtig. Aber jemand hat es mal gesagt, ja. Aber wo Sie ja goldrichtig liegen, ich meine, wem sage ich das? Wenn ich meinen Kindern ein neues Spiel mitgebracht habe, wusste ich innerhalb von 5 Minuten, ob der Abend gelaufen ist oder nicht. In dem Moment, wo die sich über die Komplexheit und Kompliziertheit der Regeln beklagt haben. Und das ist ja auch eine Lehre, die Sie selber schon gelernt haben. Aber wie lernt man, Regeln zu vereinfachen? Das ist ja dann die Kunst. Ja, das ist wirklich eine schwere Kunst. Und es ist bei manchen Spielen, gerade bei den Hochkomplexen, die heute angeboten werden, eigentlich nicht möglich. Also es gibt so viele Details, die beschrieben werden müssen. Und da muss man halt sich durch 10 Regelseiten quälen. Das geht halt nicht anders. Aber die Elektronik oder das Digitale hilft uns da auch. Und Benny hatte da vor Jahren eine sehr gute Idee. Kannst du vielleicht noch mal kurz anreißen, Benny? Ja, wir hatten damals gesagt, wenn man jetzt schon Smartphones hat und die sowieso irgendwie immer nebendran legen, warum nicht die auch einzubeziehen? Und es gibt halt die gute Möglichkeit, in der App ein Tutorial durchlaufen zu lassen, was den Spieler Schritt für Schritt ins Spiel reinholt. Das haben wir mit dem Catan-Assistenten jetzt auch nochmal dann auf ein zweites Level mit schönen Videos und so weiter gebracht. Das heißt, ein Spieler legt das nebendran und folgt diese Schritte und nach 20 Minuten kann die Runde selbstständig weiterspielen. Mhm. Das heißt, es gibt einmal die Regel Vereinfachung und dann gibt es auch nochmal einfacher zu erklären, neuen Zugänge zu schaffen. Das Learning by Doing. Ja, und in dem Fall unterstützt sogar das Digitale das Analoge, ja? Ja. Ja, genau. So, Vater Täuber, wir kommen jetzt zu der Rubrik Auf ein Wort. In dieser Rubrik dürfen Sie jeweils bitte nur mit einem Wort oder mit wenigen Worten auf die Frage antworten. Es sind insgesamt 6 Fragen, das ist leistbar. Sind Sie bereit? Ja, bin gespannt, was da auf mich zukommt. Vor was haben Sie am meisten Angst? In der heutigen Zeit alleine im Krankenhaus zu sterben. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Und das vor dem Kind. Und ich sage, und das vor dem Kind. Mhm. Ja, ich muss jetzt mal überlegen, was mir eine Sünde wert. Keine Ahnung. Also, ich bekomme die
Dinge eigentlich, die ich mir wünsche, also auch ohne Sünde gut zu begehen. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Klaus Täuber? Also nicht an meiner Frisur wahrscheinlich, auch nicht an meiner Kleidung. Benni, sag du, an was erkennst du es? Hallo? Der Sohn ist raus? Okay. Machen wir weiter. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Ich würde sagen... Ist der Benni wieder da? Ja, Entschuldigung, ich bin gerade rausgeflogen, keine Ahnung. Woran erkennt man, dass der Papa eitel ist, habe ich gefragt. Der Papa, der ist eigentlich gar nicht eitel. Okay, hat er auch gesagt. Jetzt war die Frage nach dem Vorbild, Herr Täuber Senior. Ja, ich würde sagen, jemand, der ja viel für die Menschheit getan hat. Albert Schweitzer, bestimmt einer, der dazu gehört. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen? Ja, mein Berufswunsch war eigentlich früher immer Arzt zu werden. Genauer gesagt Landarzt. Und was haben Sie für einen größten Wunsch fürs Alter? Lange geistig fit zu bleiben. Das kann man gut nachvollziehen, ne? Ja. Jetzt kommt das Kapitel Catan. Ursprünglich die Siedler von Catan und sie feiern Silberjubiläum, ein Millionenspiel. Können Sie überhaupt jetzt in diesen Tagen ein Jubiläum begehen und feiern? Ach, das ist sehr schwierig, aber da ist auch Benni jetzt besser informiert, weil wir hatten einige Aktionen geplant, die er eigentlich und mit Guido zusammen organisiert hat. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Benni. Wir hatten eine Menge vorgehabt. Wir wollten eigentlich einmal um die Welt reisen und unsere größten Partner alle besuchen. Wir haben das Spiel ja inzwischen in mehr als 40 Sprachen und wollten dazu auch einen Film drehen und schauen, was hat Catan in den Kulturen in den verschiedenen Ländern bewegt als Spiel und wollten auch schauen, was ist Spielen in der Kultur und wo gibt es Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Und hätten uns dann alle zusammen auf Malta getroffen, um als Abschluss die Weltmeisterschaft zu spielen. All diese Aktivitäten fallen jetzt natürlich leider flach. Aktuell sind wir deswegen viel damit beschäftigt, dass wir online spielbare Angebote erstellen. Die kann man bei catan.de dann gratis runterladen. Ist jetzt zwar nicht unbedingt eine 25-Jahr-Feier, aber eben vielleicht dann doch der Zeit angepasst. Aber das ist ja echt bitter, so eine super Idee jetzt nicht durchführen zu können, oder? Das ist sehr traurig für uns, das stimmt. Wobei wir uns jetzt auch gesagt haben, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir planen das fürs nächste Jahr immer noch an. Ja, in dem Ganzen denke ich mal, was rund um Corona geschieht, sind das letztlich Lappalien. Mhm. Also von daher können wir damit gut leben. Also das heißt, so richtig zum Feiern ist einem auch nicht zumute. Ja. Catan war eine von 7 Fantasiebezeichnungen, habe ich bei Ihnen gelesen. Wie entscheidend sind überhaupt Namen, Verpackungen, Design und Spielfiguren? Geht vielleicht die Frage auch an beide jetzt? Ja, ich habe die Frage jetzt nicht so recht verstanden. Natürlich. Also den Kern der Frage. Ja, wie wichtig sind Namen und Verpackungen und Design für ein Spiel? Ja. Ja, da gibt es, sagen wir mal, sehr, sehr viele Diskussionen, die wir zwischen dem Redakteur dann führen. Und da werden sehr viele Leute eingebunden. Inzwischen, früher war das einfacher. Da habe ich jetzt also bei Catan beispielsweise mit einem Freund zusammengearbeitet, der Redakteur war. Und da gab es nicht so viele, die da Mitspracherecht hatten. Aber in der Regel ist es oft ein schwieriger Prozess, bis man dann endgültig sagt, okay, wir sind alle mit diesem Namen, mit diesen Bezeichnungen und so weiter einverstanden. Mhm. Man muss sich ja überlegen, wie viele Brettspiel-Neuerscheinungen es inzwischen jedes Jahr gibt. In Essen spricht man von 1400 Neuerscheinungen pro Jahr bei der Spiel in Essen. Und wenn man dann in so einen Spieleladen reingeht und dort stehen 100 Produkte, die es geschafft haben ins Regal, muss man sich unter denen nur mal durchsetzen. Und insofern, Brettspiele sind ja auch durch den Zugang über die Regel auch sowas wie eine Blackbox.
Das heißt, man nimmt das in die Hand und man nimmt das in die Hand, was einen erstmal anspricht. Insofern, ich halte es doch für sehr wichtig, auch da sich viele Gedanken zu machen, was ist dieses Spiel und wie kann man das auch dann direkt rüberbringen, damit es den erreicht, den es interessiert. Also ein Vorteil von Catan, ich meine, die Illustration spielt ja da auch eine große Rolle, war dieser Redakteur von Rainer Müller, also meines Freundes und Redakteurs damals, der das Cover von Catan ganz einfach gestalten ließ. Und man hat im Prinzip nur eine Silhouette gesehen, eine schwarze Siedlung und eine gelbe Sonne vom roten Hintergrund. Das war sehr plakativ und hob sich natürlich sehr stark dann von anderen ab, von anderen Spielen, wo man eigentlich nur so kunterbunt gesehen hat. Ne? Also das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Internationalisierung, wenn Sie sagen, in 40 Sprachen übersetzt, dass das eine Riesenrolle spielt, denn da gibt es ja ganz verschiedene Kulturen, die womöglich auch Bildsignale und Regeln ganz anders verstehen als wir. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also da muss ich gestehen, wir haben jetzt noch keine Studie gemacht, welche, sag mal, Emotionen oder sowas das auslöst. Ich komme ja aus der Psychologie, ich habe Psychologie studiert ursprünglich. Insofern eigentlich eine sehr spannende Frage. Aber das Cover von Catan, diese aufgehende Sonne, die irgendwie einlädt zu einer gemütlichen Atmosphäre auf einer einsamen Insel, auf der man sein Schicksal neu und selbst gestalten kann, scheint global aktuell auch gewisse Sehnsüchte auszulösen. Und trotzdem, ich meine, wir haben 25 Jahre, in denen revolutionäre Dinge passiert sind. Woran erkennt man denn an dem Spiel selbst, wie es sich verändert hat? Und woran erkennt man den Zeitgeist, wie er sich verändert hat? Ja, es hat sich eigentlich nur das Cover geändert. Also die Regel selbst, das Thema, das blieb eigentlich immer gleich. Und ich denke mal, Catan ist ein Spiel, was gar nicht so von der Zeitströmung erfasst wird oder verändert wird, weil es etwas ganz Ursprüngliches hat. Das ist halt dieses, was Menschen schon immer getan haben. Sie haben geerntet, sie haben gehandelt miteinander, weil einer das nicht hatte, was der andere hatte, und dann haben sie etwas gebaut, also errichtet. Und das ist so intuitiv eigentlich, dass man glaubt, dass es in allen Kulturen gut ankommt. Es hat ja fast den Anschein, als hätten Sie schon damals die ganzen Erweiterungen irgendwie im Hinterkopf gehabt, sogar eben die Online-Weiterentwicklungen. War das jetzt Zufall oder war das visionär? Was würden Sie von heute aus gesehen sagen? Das war Zufall. Also ich hatte ja vor, ein Spiel zu entwickeln, in dem entdeckt wird und in dem gesiedelt wird. Und am Anfang der Entwicklung war das ein riesenkomplexes Spiel, was wahrscheinlich 7-8 Stunden gedauert hätte und eine riesige Menge von Material bedurft hätte. Und das habe ich dann Stück für Stück abgespeckt, bis letztlich der Kern herausgeschält war, eben das heutige Catan. Aber im Zuge dieser Entwicklung hat es so viele andere Ideen, die sich dann in den späteren Erweiterungen manifestierten. Ne? Also klar, Seefahrererweiterung, es gibt mehrere Inseln und Städte und Ritter, Erweiterung, es gibt Ritter und Metropolen, die gab es auch schon in der früheren Entwicklung. Also von daher war es ein ganz natürlicher Prozess, dass man erst das Basisspiel hatte und dann ja das Glück hatte, dass es gut lief und letztlich dann die Erweiterung auch bringen konnte. Haben Sie eigentlich eine bestimmte Methode, Ideen, die Ihnen kommen und die Sie nicht gleich verwenden können, irgendwie aufzubewahren, dass Sie sie nicht verlieren? Ja, also sowohl Benny als auch ich, wenn wir eine Idee haben, dann skizzieren wir die kurz und dann landet sie in einem Ordner. Und wenn wir dann Lust haben oder, sagen wir mal, so intensiv in einem Brodel, dass wir dann wirklich ja ganz, dass wir ganz heiß darauf sind, ja, das müssen wir jetzt unbedingt weiterentwickeln und dann tun wir. So, jetzt ist der Benny wieder da, ja? Es tut mir wirklich sehr, ich habe keine Ahnung, warum ich immer wieder rausfliege. Vielleicht, weil Sie zu lange schweigen. Ich wähle mich über Skype ein, vielleicht kennen die Inaktivität. Ja, genau, okay. Das ist wie beim Ringen, ne? Da kriegt man dann Punkteabzug, wenn man nicht kämpft. Da musst du ja ab und zu mal husten, Benny, dann bleibst du tun. Genau, ja, husten ist gut. Genau.
Wir sind genau bei dem Thema dieser Tage. Im Moment sitzen ganz viele Familien notgedrungen zu Hause, unfreiwillig. Reizt Sie das für die besondere Situation, in der sich diese Familien befinden, ein Spiel zu entwickeln? Oder ist Ihnen jetzt gar nicht zum Spieleentwickeln zumute? Tatsächlich haben wir aktuell, ja, wir haben also für Catan haben wir dann auch gesagt, das wäre schön, wenn wir die Leute anleiten können, wie sie über Zoom, Skype oder andere Anbieter auch weiterhin miteinander spielen können über die Distanz. Uns geht eigentlich ganz gut. Wir haben es dann auch natürlich ausprobiert. Wir haben dann zu Ostern ein Szenario gemacht, der Osterhase von Catan, das haben wir dann getestet über Zoom. Und haben irgendwie doch gemerkt, dass das sich näher anfühlt, als man denkt. Also ja, wir haben es gar nicht so, vielleicht haben wir am Anfang gesagt, ja, so, es wäre schön, was anzubieten. Und am Ende haben wir gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich macht, dann auch wirklich so zu spielen miteinander. Ja, aktuell arbeiten wir an einem Fußballspiel auf Catan. Das heißt, zwei Fußballfelder auf Catan und da gibt es dann Mannschaften, die ab und zu gegeneinander spielen. Und das ist auch eine Entwicklung jetzt sehr interessant. Und das bieten wir dann auch an und dauert aber noch ein bisschen. Klingt spannend. Würde die Bundesliga wahrscheinlich ersetzen auf Dauer. Ja, nirgendwo wird daher kam der Gedanke. Aber auf Catan, da wird noch Fußball gespielt. Benjamin und Klaus Täuber entwickeln auch zusammen seit, glaube ich, 2015 Spiele. Ist das richtig? Ich glaube, das kommt in etwa hin, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Zwei Menschen, bestimmt beide auch selbstbewusst und ideenreich, schaffen die das kooperativ oder arbeitsteilig oder wie funktioniert das? Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, was Sie vorhin gesagt haben. Das klingt schon zu gut, um wahr zu sein. Das sind aber genau die Sachen, die wir vorher ausgetestet haben, bevor ich dann auch gesagt habe, okay, dann komme ich in die Familienfirma. Wir wussten einfach, dass wir schon sehr gut klarkommen und haben das dann aber auch bei der Spieleentwicklung gemerkt, dass wir uns den notwendigen Raum lassen, dass jeder seine Ideen eben sagen kann. Und natürlich kommen wir manchmal an Punkte, wo wir sagen, ah, mir gefällt das besser und der andere sagt, mir gefällt das aber besser. Und das ist eigentlich die beste Situation, die man haben kann, weil wir uns beide darauf einigen können, dass wir sagen, lass uns erst A und dann B probieren. Und dann kann auch jeder irgendwie sagen, okay, ich muss zugeben, das ist tatsächlich besser. Und so kommt man eben voran. Ne? Also wir tauschen uns da eigentlich sehr gut aus und können solche möglichen Blockaden, die Sie ansprechen, auch ziemlich gut dann lösen. Ja, am Anfang hat immer einer einen Wunsch oder eine Idee und schreibt die kurz auf und schickt sie dem anderen und der guckt sich das an, ergänzt und ja, und so gehen diese Konzepte ein paar Mal hin und her, bis wir dann beide irgendwann zufrieden sind und sagen, okay, jetzt lass es uns basteln, jetzt probieren wir es auch mal aus. Wer ist der schärfste Kritiker? Meine Frau. Inzwischen dann auch meine Frau. Wir haben letztens mal einen Prototyp auf den Tisch gebracht und da muss ich im Nachhinein sagen, das war auch zu früh. Und da hat sie dann so einen halben Lachkrampf bekommen, weil da wirklich nichts geklappt hatte. Und das, wir mussten dann alle lachen. Ich glaube, da warst du gar nicht dabei, Papa. Und das war, ja, es war ein schöner Moment irgendwie dann auch. Und da habe ich gemerkt, okay, das brauchen wir jetzt auch nicht zu Ende spielen. Wir gehen jetzt wieder zurück in die Arbeitsstube und setze mich nochmal dran. Weil der Prototyp es nur ein einziges Mal geschafft hat, zum Lachen anzuregen, ja? Immerhin. Ja, es war ja kein witziges Spiel, was das jetzt ausgelöst hätte. Ne? Es war ja schon ein ernsthaftes Spiel. Es war nur einfach, man kennt das ja, wenn dann wirklich etwas so in die Hose geht. Und das passiert halt manchmal. Und das ist auch gut. Daher ist auch gut, aufgeschlossene Testgruppen dann dafür zu haben. Und das traut man sich eben vor allem erstmal in der Familie und mit den Vertrautesten. Ja. Herr Täuber, bei allem Spiel haben Sie auch gesagt, Sie wollen ja nicht belehren, solche Lehrspiele, pädagogischen Spiele, das liegt Ihnen nicht, aber so ein bisschen verschmitzt klingt es in Ihrem Buch durch, dass Sie versteckte Botschaften in den Episoden zum Beispiel unterbringen, bei den Sternfahrern beispielsweise. Woran erkennt man solche Botschaften? Ja, die erkennt man eigentlich gar nicht im ersten Moment. Die sind ja nicht vordergründig, sondern die sind hintergründig. Und entweder verinnerlicht man ein bisschen davon oder halt nicht. Aber ich denke mal, wer
die Botschaft beispielsweise von Sternfahrer verstanden hat, dass wir für die fremden Völker, die dort auftauchen, Aliens sind. Also und trotzdem, weil wir so komisch aussehen, reichen uns die Hand und bieten uns Frieden und Handel an. Dann ist das schon was, was so ein bisschen in die Richtung deutet, mehr Toleranz anderen gegenüber, auch wenn sie anders aussehen. Mhm. Es gibt auch andere Hinweise darauf, dass sie durchaus sehr nachdenklich sind und mit den Dingen, die um uns herum passieren, sich beschäftigen. Da gab es den Streit, nimmt man jetzt weiter Holz für die Spielfiguren oder nimmt man Plastik? Und was Sie gefunden haben, was jetzt kommt, ist ja ein sehr weiser Kompromiss. Sie haben sich für Biokunststoff entschieden, stimmt's? Ja, Kosmos muss man sagen, ne? Der Verlag ist ja letztlich dafür verantwortlich, welche Materialien genommen werden. Es gibt schon einige Figuren, die mit Biokunststoff produziert wurden, aber noch nicht alle. Also das ist sind noch Schritte, die zu Ende gegangen werden müssen. Aber der Geschäftsführer von Kosmos beispielsweise ist das sehr engagiert. Und das ist natürlich wichtig, da muss jemand dahinter stehen. Ist Ihnen das auch wichtig? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, für mich sind Spielfiguren aus Kunststoff jetzt nicht so das große Problem, weil die werden ja nicht weggeschmissen, sondern die und landen im Müll oder im Meer. Also ich denke mal, wenn man Kunststoff spricht, eine Vermeidung von Kunststoff, gibt es ganz andere Produkte, die man reduzieren muss. Mhm. Entschuldigen Sie, wenn ich es vielleicht übersehen habe, aber es gibt noch kein Öko-Kattan, oder? Oder für Veganer? Oder gibt es sowas schon in der Entwicklung? Nicht, dass ich wüsste. Wir haben einen Kattan, wo wir die Verwendung von Öl eben aufgreifen. Das ist die Ölquellen von Kattan. Das ist als Gratis-Download auch auf kattan.de zu finden. Und ich meine, Öl ist ein wichtiger Rohstoff und für viele Sachen wird er eben gebraucht. Und das Spiel ist ein Beispiel von denen, wo wir eben sagen, wir möchten jetzt nicht den Finger heben und Öl verteufeln, aber eben den Einsatz richtig zu machen und irgendwie nachhaltig und so, dass alle was davon haben, ist etwas, was man im Spiel vielleicht simulieren kann. Und ab und zu widmen wir uns natürlich dann auch solchen Themen. Veganer und Öko, das habe ich bis jetzt noch nicht im Kopf gehabt. Und wenn Sie jemals die Idee haben, ein Spiel zum Aufessen zu erfinden, dann will ich mit beim Copyright dabei sein, ne? Das gibt's doch schon. Ja, das echt? Das gibt's doch schon. Gummibärchen, meinen Sie? Ach echt, das gibt's schon? Und dann verschiedene Geschmacksversionen wahrscheinlich. Ja. Das ist tatsächlich alles Milchschokolade, jedoch kann man damit auch spielen, bevor man es isst. Und der Gewinner darf dann die meisten Tafeln davon aufessen. Und das gibt's aber nur im Winter, oder? Ja, genau. Zum Schluss noch eine relativ ernste Frage. Könnten Sie sich vorstellen, eines Tages aus dieser Situation, in der wir jetzt alle leben, in die wir hineingeworfen sind, die man allgemein in Corona-Krise nennt, ein Spiel zu machen? Vielleicht etwas, was mit einer Pandemie zu tun hat? Also für mich gesprochen nein, weil ich finde immer, dass man, wenn man sich zusammensetzt und spielt, man in gewisser Weise auch den Alltag hinter sich lassen möchte, was Schönes erleben möchte. Und für mich als Spielautor jetzt wäre es kein schöner Gedanke, den Alltag in ein Spiel zu transportieren. Also das wird es bei mir nicht geben, aber vielleicht hätte Benny mal irgendwann die Lust dazu, wer weiß. Ich hatte jetzt auch noch keine Idee dazu gehabt. Es gibt allerdings schon auch ein Spiel, das heißt Pandemie. Und das ist kooperativ und man kämpft zusammen gegen den Virus. Also insofern eigentlich auch ein schönes Spiel für die Zeit. Ja, dann wünschen wir, dass das bittere Spiel, was im Moment gespielt werden muss, gut ausgeht für alle. Ich wünsche Ihnen beiden gute Gesundheit und vor allen Dingen noch ein schönes Jubiläumsjahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schröder. Ja, danke ebenfalls. Ein Angebot der VRM.